Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Gesa Steg. Du bist hier, weil du meinen Kanal entweder abonniert hast oder zufällig drauf gestoßen bist. Ganz kurz für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Gesa Steg, Stehauf-Coach, Buchautorin und Buchmentorin. Als Stehauf-Coach stehe ich nämlich dafür, im wahrsten Sinne des Wortes, dass du deine Stehaufkompetenz stärken kannst, deine Resilienz wieder aufbauen kannst, um kraftvoll für deinen Neubeginn oder eben nach Krisen wieder neu durchzustarten. Das kann natürlich eine toxische Beziehung sein, das kann natürlich eben auch so eine ganz normale, sag ich mal, beschissene Beziehung oder Trennung sein, ein Jobverlust, wie auch immer. Bei mir geht es wirklich darum, und darauf möchte ich nämlich auch darauf zukommen, dass ich manche Themen, Schwerpunkte, möchte ich jetzt mal so ausdrücken, loslasse, weil ich merke, dass sie mir selbst nicht gut tun. Das ist zum Beispiel das Thema Narzissmus. Narzissmus und toxische Beziehungen, darüber habe ich ein Buch geschrieben. Wer da natürlich mehr sehen und lesen und hören möchte, das ist es, narzisstische und toxische Beziehungen beenden, aus der Co-Abhängigkeit raus, zurück ins Leben. Und genau darum geht es mir. Darum geht es mir in meinen ganzen Postings immer wieder. Fokus auf das Gute. Was ist gut? Wovon kannst du mehr machen? Ja? Wie aus Wunden Wunder werden? Und da möchte ich mit dir und allen anderen viel mehr hin. Deshalb werde ich so diesen Schwerpunkt einfach mal so ein bisschen hinten anstellen. Wenn es dich interessiert, es gibt immer noch genügend Videos auf YouTube, es gibt immer noch genügend Blogartikel, Beiträge von mir, Buchbeiträge und natürlich auch dieses Buch Narzisstische und toxische Beziehungen beenden. Das kannst du natürlich super gerne kaufen, dich da schlau machen. Und wenn du auch jemanden kennst, wo du sagst, wow, ja, ich glaube, der oder die ist in so einer toxischen Beziehung und der Partner, Partnerin könnte narzisstisch sein, dann schenk das doch der Person. Hilf ihr, in ihre Kraft zu kommen. Und genau darum geht es mir. Bei all meinen Büchern, sei es natürlich jetzt hier das Mutmachbuch, ne, Betrogen, Belogen, Verarscht und Verlassen für einen Neubeginn, ne, also das Mutmachbuch für einen Neubeginn, oder Buon Camino, ne, mit dem Rucksack auf, statt Nagellack auf dem Jakobsweg, da ging es auch darum, ich war gescheitert. Und was soll ich euch sagen, dieses Jahr 2021, Ende August, so gut und Corona will, werde ich meinen Jakobsweg quasi beenden. Dort wieder einsteigen, wo ich damals aufhören musste. Wer mich kennt, kennt auch natürlich meine Anfangsgeschichte, wie aus Wunden Wunder werden. Und guck mal, gerade wird wieder das Licht heller, ganz spannend. Und da geht es auch drum, ums Scheitern, weil dieses Buch wurde vom Verlag wieder vom Markt genommen und kostete mich Rechtsanwaltskosten und, und. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte den Mut, weiter Bücher zu schreiben. Und deshalb habe ich dann irgendwann mal auch, kamen die Menschen auf mich zu mit Buchmentorings. Und aus diesem Grund habe ich dann Work for Your Book. Und ich habe das bewusst so Work for Your Book genannt, weil ein Buch schreiben ist Arbeit. Du kannst nicht nur ein paar Dateien zusammenkopieren und sagen, so, dann packe ich das zusammen und dann gebe ich einen Ghostwriter oder was weiß ich was, sondern es ist Arbeit, es ist Liebe, es ist Hingabe, es braucht einfach so seine Zeit. Und da habe ich dir ein paar Schritte aufgeschrieben, wie du eben erfolgreich dein eigenes Buch schreibst und natürlich auch Wege, wie du es veröffentlichst, ob du als Self-Publisher oder Autorenprofil und Buchexposé erstellst und dann einen Verlag anschreibst. Und das sind natürlich all die Tipps. Und deshalb bin ich die ganze Zeit, egal was ich mache, was ich tue, ich bin immer mit dem Fokus auf die Lösung. Und ich bin dein und da oder deine Wegbegleiterin. Den Weg gehst du. Die Kraft ist in dir. Und deshalb habe ich mich gerade eben in den letzten Wochen, habe ich gemerkt, so die eine oder andere Energie, die ist nicht mehr stimmig für mich. Ich brauche positivere Inputs, positivere Energien. Ich habe mich auch manchmal so ein bisschen, verliere ich mich dann so
was auch ein Energieräuber ist, so im Facebook daddeln und dann gucke ich mir da das Video an und da noch was, statt zu sagen, okay, fokussiere dich mal wieder mehr auf dich. Und so habe ich einfach ein paar Menschen dann losgelassen, wo ich dann gemerkt habe, oh, entweder die Energie stimmt nicht oder ich hänge dann zu viel dran und bin dann wie so ein Zaungast. Kennst du das? Kennst du das auch, wenn du so wie so ein Zaungast guckst, so einfach nicht unbedingt, weil du dich der Person super findest, sondern einfach, ja, was macht sie denn jetzt wieder? Und da habe ich mich bei ein paar Leuten echt selbst ertappt, wo ich dann sage, hey, was machst du denn, Gisa? Lass die doch los, lass die doch ihr Leben leben, du brauchst es nicht beurteilen, verurteilen. Und das ging es mir auch gar nie, sondern ja, ich wollte einfach wissen, ja, was machst du denn jetzt wieder? Ne? Aber eine unnötige Energie, Zeit verschwendet, die ich lieber gemacht hätte, um an meinem nächsten Buch zu schreiben. Und da komme ich jetzt eben, worauf geht's? Was ist die Veränderung? Was ist die Neuerung? Eigentlich gar keine, denn ich gehe wieder zurück zu meinen Wurzeln, zurück zu meinen Workshops, meine Seminare. Ich liebe es, Seminare, Workshops zu halten. Ich liebe es auch, eins zu eins mit dir zu arbeiten. Und das werde ich auch weiterhin tun, ob online oder offline. Ja, gerne mit dir dann auch in den Wald oder online hier bei einem Zoom-Call. Ja, also das Thema Narzissmus und toxische Beziehungen, da reiten auch gerade so viele drauf um. Es ist einfach fast schon wie so ein, wie soll ich das ausdrücken, eine Modeerscheinung, eine neue Sau, die durchs Dorf gejagt wird. Aber da habe ich gar keine Lust, irgendwie damit zu kämpfen, zu machen. Und ich merke, dass manche Menschen auch in einer Opferhaltung und Energie sind und zwar kommen, was verändert haben möchten, aber nichts verändern wollen. Sie wollen den Schmerz weg haben, sind aber nicht bereit dafür, einen Schritt zu gehen. Und da muss ich dann einfach sagen, nee, da bin ich dann die Falsche. Ja, weil wenn du zu mir kommst, dann musst du auch die Bereitschaft haben. Oder auch geht's ums Thema eben Gesundheit. Ja, dann musst du einfach bereit sein, sag ich mal, die Schoki wegzulassen, um dann gesünder zu werden. Ja, um einfach mal so die Analogie dahin zu bringen. Mir geht es wirklich darum, Menschen, mein Fokus wieder mehr aus Wunden Wunder werden zu lassen. Mehr Mut zum Ich, jetzt erst recht, ja, aufstehen und sagen, ja, es ist mir passiert, ich habe jetzt beschissene 2, 3 Jahre hinter mir, aber jetzt möchte ich es ändern. Jetzt erst recht. Jetzt erst recht gehe ich mir meinen Hintern hoch und gehe mal los und hol mir das Leben zurück, ja, zurück ins Leben, zurück in dein Leben. Und deshalb auch dieses Resilienztraining, mehr Mut zum Ich. Ja, Resilienz ist wirklich ein Anliegen, das ich schon seit Jahren mache. Ich mache seit Jahren Resilienz-Workshops, ne, mehr Kraft und Durchsetzungsvermögen. Ja, das stärkt die Resilienz. Nein sagen, Energieräuber, der Umgang mit Energieräuber. All das. Und ja, ich denke so, also Ende September, wer mich verfolgt hat, hat es mitbekommen, Ende September kommt das neue Buch beim Verlag, also beim Business Village Verlag raus von mir. In diesem Buch geht es um Nein sagen, Grenzen setzen. Und das ist ein wichtiger Schritt zu mehr Selbstliebe und ja, Selbstverantwortung, ja, Self-Care, ja. Nein sagen und Grenzen setzen, das ist so ein Ja zu dir selbst, Ja zu deinen Bedürfnissen, Ja mehr Mut zum Ich. Und da freue ich mich mega schon. Also der finale Titel steht noch nicht. Ich bin im Austausch mit dem Verlag. Ich bin selbst gespannt, was kommt und was ich euch sagen kann, dass ich gerade dran sitze und einen kleinen Online-Kurs erstelle. Zum Thema Resilienz, das wird neu kommen oder eigentlich gab es den ja auch schon in der Szene, aber ich überarbeite den. Mehr Resilienz, weniger Burnout. Hier habe ich gerade ein kleines Workbook, das ist schon ziemlich groß und gut erstellt. Daraus, das ist dann im Kurs, das kriegst du dann dort quasi inkludiert im Sinne des Wortes.
Und da gibt es viele Reflexionsübungen und Anregungen, Gedankenanregungen, wie du einfach, ja, deine Bedürfnisse erkennst, wie du erkennst, wo musst du ansetzen mit deiner Veränderung oder deinem Veränderungswunsch und wie du dann letzten Endes deine Resilienz trainieren kannst. Auch natürlich eine wundervolle Klopfübung, um schnell zu entstressen, also rauszukommen aus deinem Gedankenkarussell und dann wieder ruhig und entspannt zu werden. Ja, das sind so die Neuigkeiten. Dieses Workbook werde ich tatsächlich dann, was es da im Kurs gibt, werde ich dann allerdings noch ein bisschen überarbeiten. Und es wird im Laufe oder Ende des Jahres, weil jetzt gehe ich ja erstmal auf den Jakobsweg. Und da sind natürlich auch einige gespannt, wie es dort war. Und da wird es dann auch eine kleine Geschichte wieder dazu geben, eine Ergänzung oder eine Fortsetzung des Buches One Camino mit dem Rucksack statt Nagellack auf dem Jakobsweg. Und ja, dieses Mal gehe ich mit einer völlig anderen Energie dorthin. Ich bin viel fitter, ich habe trainiert, mein Rucksack ist optimiert, ich habe ganz viele Fehler gemacht, die ich dieses Mal daraus gelernt habe und nicht mal mehr machen werde. Und deshalb wird es dann mit einer völlig anderen Energie ein ganz neues Buch geben. So, ich denke, das sind so ziemlich die Neuigkeiten. Wenn du nichts verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast, meinen YouTube-Channel. Lass mir einen Kommentar da, wie es dir vielleicht gerade so geht und wie du die Veränderung der Zeit wahrnimmst. Ich habe eine extreme Veränderung der letzten Wochen, Monate oder der letzten anderthalb Jahre eigentlich wahrgenommen für mich. Es darf ruhiger sein, es darf gechillter sein. Ich möchte viel mehr in der positiven Energie sein. Deshalb lasse ich auch diese toxische Themen so ein bisschen ruhen und weg. Wenn du aber trotzdem in so einer toxischen Energie bist und sagst, okay, ich bin bereit, mein Hintern hochzulupfen und bin bereit, mehr Positivität, mehr Leichtigkeit, mehr Lebensfreude, ja, mehr Lebenslust statt Lebensfrust in dein Leben zu ziehen, und dann bin ich für dich da. Dann lass uns da einen Weg für dich finden, wie du das umsetzen kannst und eben deine Resilienz stärken. Lass es mich wissen. Ansonsten, du findest alle Infos zu den Büchern auf meiner Homepage, also gisa-steg.com. Ich verlinke es darunter. Oder eben auf meiner anderen Seite poweremotionroom.de verlinke ich auch drunter. Da geht es dann, die werde ich jetzt dann sehr stark nochmal entkernen und überarbeiten, denn es soll einfach leichter werden. Dein Leben darf leicht sein, meins auch. Und deshalb neuer Fokus, Fokus auf Resilienz, Fokus auf Leichtigkeit. Und ich merke, in dem Moment, in dem ich diese Entscheidung in den letzten Tagen, Wochen getroffen habe, genau in dem Moment haben sich Menschen von alleine zum Teil von mir verabschiedet, die vorher so ein bisschen am Rückzipfel gezogen haben und an meiner Energie gekratzt. Es sind neue Aufträge in mein Leben gekommen, sei es 1:1-Coachings von Menschen, wo ich denke, wow, cool, mega geil, die fragen mich um meine Expertise. Ja, es haben sich neue Workshops, der eine Resilienz-Workshop war noch nicht mal die Rechnung raus, kam schon die Anfrage, Frau Steg, können wir nicht noch einen Resilienz-Workshop machen? Dieses Mal bitte den ganzen Tag. Es kam so viel positives Feedback und immer wieder stand drin, die Zeit war zu kurz. Wir haben einen Halbtages-Workshop gemacht, aber die Zeit war zu kurz. Also haben wir einen Ganztages-Workshop schon gleich vereinbart. Und genau solche Dinge geschehen. Bei dir auch. Glaub mir, das ist das Gesetz der Anziehung. Wenn du dir klar bist, kommen ganz klare Dinge zu dir. Und lass uns den Weg gemeinsam gehen. Ich bin nur deine Wegbegleiterin. Wie gesagt, du findest die Infos auf gisa-steg.com. Link ist drunter. Teile das Video, wenn du denkst, es wäre für jemanden interessant, den Podcast, wie auch immer. Und
Demnächst gibt es noch wieder die Radiosendung und auch da freue ich mich natürlich, wenn du zuhörst. In diesem Sinne, eine wundervolle Zeit für dich oder eine Zeit voller Wunder für dich, damit auch aus deinen Wunden Wunder werden. In diesem Sinne, tschüss, deine Gisa.